Moin Leute, ich bin der Alex und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Hunter News. Ja, endlich bin ich mal wieder da. Die letzten zwei Wochen kam ja keine News-Folge. Das lag einfach daran, dass in diesem Status-Update einfach keine wesentlichen Informationen vorhanden waren. Ich werde gleich nochmal drauf eingehen, was es denn Neues gab in den Wochen, aber im Grunde ist das nichts Interessantes beziehungsweise nicht viel und nicht Großes. Ja, fangen wir aber dann lieber mit der jetzigen Woche erstmal an. Und da haben wir jetzt immer noch ein Event, was läuft, nämlich das St. Patrick's Day Event. Der St. Patrick's Day ist ja am Sonntag, am 17. Und dafür gibt es halt wieder ein Event. Ganz einfach, ihr müsst 7 Goldtöpfe finden. Wenn ihr diese 7 Goldtöpfe gefunden habt, kriegt ihr eine Trophäe und einen Hochstand. Nach dem Wolfs-Event und nach dem Valentinstag-Event, ja, ist es jetzt halt mal wieder richtig cool, dass es jetzt schon wieder einen Hochstand zu gewinnen gibt. Also kann man sich sagen, in den letzten 2 Monaten hat man dann einfach 6 Hochstände bekommen und hier sollte man auf jeden Fall wieder zuschlagen, weil die 7 Goldtöpfe findet man doch recht schnell. Ja, dann gibt es auch noch einige Competitions, bei denen man mitmachen kann. Ich werde da auf jeden Fall nicht mitmachen, weil ich nicht so der Competition-Spieler bin. Aber wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr euch auch nochmal im Status-Update angucken, was es für Competitions gibt und was ihr dafür machen müsst. Ja, kommen wir dann zum zweiten Thema und das wären neue Competitions für die Rock Ptarmigans, also für die Schneehühner oder für diese Alpenhühnchen. Und in der letzten Woche kamen Competitions für das Bunting raus und in der Woche davor kamen Competitions zum Eurasischen Luchs raus. Also haben wir hier auch wieder neue Competitions, die dann immer wieder rotieren und sich abwechseln. Kommen wir dann zum dritten Thema und das wäre eine neue Engraved-Waffe beziehungsweise die erste Waffe, die einen zweiten Engraved-Look kommt, nämlich die 30R Engraved Break Action Rifle und die gibt es halt jetzt in Engraved 2. Einmal gab es die ja schon während der Summer Fiesta, glaube ich, diese eine Variante und da haben ja eigentlich auch alle spekuliert, dass die dann auch in Shop kommt, aber die Entwickler haben einfach eine neue Engraved Variante rausgeschmissen und jeder, der sich dafür interessiert, diese Waffe schön findet und eventuell die normale nicht hat, kann ja hier jetzt zur Engraved-Variante bzw. zur gravierten Variante greifen. Ja, kommen wir dann zum letzten Thema und das wäre die Free Rotation. Diese Woche Rotfuchs und Polarfuchs ist eine solide Free Rotation. Ähnliche Tierart oder beides Füchse, aber natürlich nicht auf der gleichen Karte. Deswegen spricht mich die Free Rotation nicht gerade sehr an, aber sie hat wenigstens ein oberes Thema. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr diese News-Folge fandet. Die war mal wieder ein bisschen kurz, aber endlich mal wieder seit 2 Wochen. Und ja, schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn ihr eventuell mal mit mir spielen wollt, kommt bei uns auf dem Teamspeak vorbei. Ansonsten sage ich ein schönes Wochenende noch und bis zum nächsten Mal.